Hi, ich bin Justine Tebbel und dadurch, dass ich hier auf dem Hof aufgewachsen bin, wurde mir das Reiten quasi schon in die Wiege gelegt. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ich hier dabei sein darf. René, keiner kennt Stine so gut, so intensiv wie du. Wenn du ihre Stärken in ganz kurzen Satz fassen müsstest. Hammer Ehrgeiz und ganz starke Nerven. Wo wäre deiner Meinung nach das, wo man noch dran arbeiten kann? Das Kratzige manchmal. Kommt doch manchmal das weibliche Geschlecht ein bisschen das Dolle durch. Kann sie da an sich arbeiten? Ich sag mal, das ist fast sogar ihr Vorteil, weil deshalb hat sie dann auch die Eigenschaft, sich durchzusetzen, sag ich mal. Ne? Ich konzentriere mich ein bisschen aufs Training, wenn es wichtig wird. Gut, mittlerweile sind es ja auch keine Kinder mehr. Mittlerweile lasse ich auch viel alleine. Und wenn es dann mal nicht so klappen sollte, dann, und ich frage mal, dann bin ich ja klar immer zur Stelle. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt jeden Tag daneben stehe und nur die Standpauke mache. Also die machen auch viel alleine. Der Stolz von dir, dass es deine Zucht ist, dass es deine Pferdephilosophie ist, die du einfach immer umgesetzt hast, einfach mit den Hengsten und mit den Nachkommen und dann mit deinen Kindern. Ist es ab und zu so, dass du sonst nachts, wenn du abends im Bett liegst und sagst, boah, meine Güte, ich habe schon gottverdammt viel erreicht? Ja, das denke ich nicht, wenn ich im Bett liege, denke ich höchstens mal tagsüber. Wenn ich im Haus bin, denke ich, ja, da über nicht so viel nach. So, komm, jetzt wollen wir noch einen kleinen Satz von Stine hier sehen. Komm mal ein, zwei Mal rüber über den Orangen hier. Stine, schön, dass wir hier sein dürfen und dann auch noch in deinem Refugium hier. Hast du dir das damals so gewünscht, hast gesagt, meine Güte, wenn ich einfach so eine Box brauche oder besser gesagt, wenn ich eine Tagbox brauche, wo alles drin ist, dann soll das so in diesem Maße, in diesem wunderschönen Ambiente sein? Das war vorher ein Stall mit 7 Boxen und den haben wir halt komplett umgebaut, daraus 4 Boxen gemacht mit einer Waschbox, einer Sattelkammer. Und ich habe erst auch gar nicht richtig mitgekriegt, dass es dann meiner wird und war natürlich dann umso besser und ich könnte es mir auch eigentlich jetzt nicht besser vorstellen. Ich habe hier so ein bisschen meinen eigenen Bereich, das ist einfach echt vor Feinsten. Papa, einer der hocherfolgreichsten Reiter und dann ist noch ein Bruder, der 4 Jahre älter ist und der schon eben in seiner Laufbahn unglaublich viele Erfolge bis dato hatte. Das heißt, die Fußstapfen, in die du dann einfach trittst, die sind so unglaublich groß gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Also so richtig hat man da nicht drüber nachgedacht. Das waren einfach immer Vorbilder und man kann so froh sein, wenn man so was in der Familie hat, wo man auch immer hochgucken kann und mal immer was wieder von lernen kann voneinander und aber dass man jetzt denkt so, boah, ich habe jetzt richtig Druck, ich muss jetzt in die Fußstapfen treten, kann eigentlich ich nicht. Nee. Wie geht man mit dieser, mit der unglaublichen Steigerung an Erfolgen, die du einfach so permanent hast, wie geht man damit um? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da ganz gut mit umgehen kann. Dadurch, dass ich klein angefangen bin mit Ponys, dann Junioren, junge Reiter, es hat sich immer alles relativ so langsam gesteigert. Trotzdem gibt es auch mal den Misserfolg. Hast du da so einen Mechanismus, wie du dann schnell einen Haken dran machst? Bei mir ist immer so, ich bin dann also sehr doll enttäuscht mal für so ein paar Minuten, Stunden. Aber jetzt, das geht jetzt nicht ein, zwei Tage, sage ich mal. Ich kann das ganz gut, wenn ich mal sauer bin, dann muss ich ein paar Trensen putzen oder so. Oder mich irgendwie abreagieren, irgendwas machen. Spruch, der kommt im Übrigen von deiner Mutter tatsächlich und der heißt, die schönste Zeit war die Ponyzeit. Und nicht nur sie hat das, glaube ich, einfach sehr, sehr genossen. Was war der Punkt, wo du sagst, Mensch, das war eigentlich so mein Pony-Highlight? Das Highlight war mein Scheckenpony, Oko's Little Bobo, Spitzname Woody. Hat auch eigentlich jeder nur Woody gesagt, weil der andere Name war viel zu kompliziert. Das war einfach so Liebe auf den ersten Blick. Ich habe den ausprobiert und Papa war ein bisschen so medium begeistert. Und ich war direkt total verknallt in den und gesagt, doch, den will ich haben und das will ich jetzt machen. Und dann ging das auch echt schnell. Ich war ruckzuck mit denen bei den deutschen Meisterschaften dabei, war dann auch noch Dritter das erste Mal. Dann kam im nächsten Jahr meine erste Europameisterschaft in Polen. Da hatte ich in der letzten Runde den letzten um, sonst wäre ich schon Europameister geworden. War dann am Ende leider Fünfter. War auch mein Fehler, da habe ich nämlich vorher in dem Jahr
Janne-Friederike Meyer in Aachen gesehen, wo sie sich über den letzten so gefreut hat. Ich dachte, das kann ich vielleicht auch, aber war dann doch nicht so. Das Pony war einfach einzigartig vom Charakter, ja, wir waren einfach ein Team irgendwie. Der war einfach, ja, bildschön, komplett kunterbunt, alle Farben vertreten, total verschmust und also in den konnte man sich eigentlich fast nur verlieben. Das war einfach ein cooles Pony. Diese Runde, die ist ja wieder wie an der Schnur gezogen. Das ist ja lehrfilmreich. Ja, das war auch ein absolutes Highlight in Samorin, die Europameisterschaften. Da hat auch einfach alles gestimmt von dem Turnier her, vom Stall, vom Gelände. Mein Pferd war super in Schuss. Ganz ohne Erwartung, ehrlich gesagt, hingefahren. Der war erst 8. Ich hatte einen großen Preis vorher geritten. Kam als Ersatzpferd mit, weil mein eigentliches Championatspferd in dem Jahr verkauft wurde. Und dann ging er von Runde zu Runde 0 und sprang gefühlt immer besser. Hatte dann leider in der letzten Runde einen leichten Fehler gekriegt, sonst wäre ich Europameister gewesen, war dann ja zum Glück noch Zweiter. Ja, da war die Freude aber beim Zweiten noch mindestens genauso groß, glaube ich, immer noch. Manchmal freut man sich über den Zweiten fast genauso wie über die Goldmedaille. Ja, das war natürlich dann ärgerlich mit dem Fehler, aber im Nachhinein waren wir super happy. Und nach dem Reiten ist bei Familie Tebbel vor dem Grill. Und wie da die Vorbereitungen aussehen, das schauen wir uns dann mal an. Und jetzt darf ich zu der Person kommen, wo die ganzen Strippen zusammenlaufen, bei Mutter Erika. Chefin des Janze. Chefin des Janze, das meinst auch nur du. Erika, die Familie Tebbel zeichnet sich aus für mich dadurch, dass sie von der Familie her unglaublich stark ist. Ich glaube, ein ganz großer Teil liegt auch so ein bisschen an dir, dass du so ein bisschen den Familienzusammenhalt einfach in dieser Art und Weise schaffst. Was ist so das Geheimrezept, was du hast für eine starke Familie? Geheimrezept? Richtiges Geheimrezept gibt es da gar nicht. Aber man versucht immer so ein bisschen, alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wenn mal ein bisschen Stress unterwegs sein sollte. Wie wichtig ist es, dass für die beiden oder bist du für alle drei, die diesen Topsport betreiben, dass dieses Haus, das Zuhause sein, so ein Ruhepol ist? Doch, ich glaube, für beide ist es wohl sehr wichtig, dass die, wenn die nach Hause kommen, dass dann alles wieder ein bisschen runterfährt, dass die Geselligkeit da ist und man auch zusammen was macht. Ich glaube wohl, dass beide davon sehr zerren. Eine Eigenschaft, die mir auffällt bei einer Erika Tebbel, ich glaube anderen auch. Ich kenne wenige Menschen, die so viel Positives ausstrahlen. Das ist also Erika, die strahlt, die lächelt. Ist das auch so beim Sport, wenn auch mal was in die Grütze geht, wenn mal was schlecht läuft und so weiter? Erika, die versucht das dann mit dem Positiven immer so ein bisschen zu belegen? Ja, wenn ich dann auch noch da drauf hauen würde, dann würde es ja richtig in die Hose gehen. Aber eigentlich, wie gesagt, versuche ich immer so ein bisschen die Ruhe da zu bewahren und die Ruhe auch zu übermitteln, dass, wenn es dann mal in die Hose geht, schnell wieder der normale Alltag weitergeht. Und eins wissen wir im Übrigen auch, Erika Tebbel, eine perfekte Köchin im Übrigen. Das behauptest du. Und während René jetzt erst einmal den Grill anschmeißt, schauen wir uns erst einmal die Wohnung von Justine und Christoph an. Seit Jahren ein Paar, seit ganz, ganz kurzer Zeit zusammen jetzt in einer Wohnung wohnen. Klappt das, Dean? Klappt, ja. Auf jeden Fall. Bis jetzt schon. Gab es schon gewisse Schwierigkeiten, die es vorher noch nicht gab, Christopher? Wie sieht's aus? Bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, auch mit der ganzen Farbwahl und alles. Und dann haben wir uns da ganz gut ergänzt, glaube ich. Stine, jetzt sagt man Jungs so ein bisschen nach, ach meine Güte, das, was so die Ordnung angeht. Ne? Das ist bei Jungs einfach anders als bei dir. Und bei dir wissen wir alleine, wenn wir uns nur die Trensen angucken, das muss akkurat sein. Ist Christopher denn auch so ein Akkurater oder muss er da noch ein bisschen von dir lernen? Nee, auf jeden Fall. Er ist auch sehr akkurat, auch vor allem auch was Stall angeht. Ja. Sattelkammer, Pferde, alles. Also gar nicht jetzt so typisch Jungs, sage ich mal. Es ist ein bisschen egal, das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Das ist schon gut. Wie ist das beim Reiten mit den Hilfestellungen? Ich glaube schon, dass wir uns da ganz gut ergänzen können, immer noch zwischendurch.
noch was voneinander lernen, auch auf jeden Fall. Auch jetzt, was bei ihm die dressurmäßige Arbeit angeht, hat er schon mehr Erfahrung als ich, sage ich mal. Auch jetzt dadurch, dass er jetzt nochmal bei Marco war und in verschiedenen Stellen, glaube ich, dass wir uns da noch gut ergänzen können. Wie nimmt sie das so an, wenn du ihr was sagst? Hast du da gewisse, schon so gewisse Hebel, wo du dann sagst, meine Güte, man muss sich vorsichtig rantasten. Also man gibt ein paar Tage, da ist sie sehr empfänglich dafür, da hat sie auch Lust drauf. Ja. Aber wenn es natürlich dann nicht ganz so gut läuft, dann muss man erst ein bisschen sacken lassen, weil gut, sie weiß ja auch, was passiert ist, was falsch gelaufen ist. Da brauche ich nicht noch dann einen draufsetzen und nochmal den Finger in die Wunde stecken. Aber im Großen und Ganzen kommen wir da ganz gut klar, glaube ich. Hat Stine eine Macke? Nee, so eine richtige Macke nicht. Kann schon sehr zickig sein, so dass es so ein bisschen im Großen halt, aber jetzt irgendwas Spezielles fällt mir nicht ein. Hört ihr das schon so ein ganz klein wenig? Mir knurrt der Magen. Und ich glaube, jetzt wäre es so ein bisschen Zeit für eine ganz, ganz kleine Magenfüllung und da freuen wir uns jetzt drauf. Nicht nur wir, sondern auch unsere Zuschauer sagen tausend Dank, dass wir den Einblick mal haben dürfen in euer Leben und in die, das Leben der Familie Tebbel. War wundervoll, hat uns richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. War uns eine Freude. Wenn man das so genießen kann, meine Güte. Ich glaube, wir kommen bald noch mal wieder. Glaubt es uns. Alter, ich habe noch ein Fleisch für die Leute, die gearbeitet haben. Dankeschön. Ja. Danke. Alles für dich. Dankeschön. Wie lange sollen wir weg? Weiter.